Ja, hi Leute. Heute habe ich das Problem habe ich schon länger, aber heute machen wir mal das Problem von meinem UH200 Roller, und zwar die Vorderradbremse. Ich kann den hier durchziehen bis hinten gegen. Die bremst zwar noch okay, aber die Bremse ist absolut schwammig, hat überhaupt keinen richtigen Druckpunkt mehr. Und ja, deswegen glaube ich, dass da Luft im System ist. Die Bremse am UH200, die ist ein bisschen was Besonderes, und zwar bremst, wenn ich mit der Vorderradbremse, das ist die rechte Bremse, dann bremst er nur vorne. Und wenn ich hinten mit der Hinterradbremse bremse, dann bremst er vorne und hinten. Und also vorne bremst er dann so einen kleinen Teil mit. Und das führt dazu, dass er hier vorne zwei Anschlüsse hat. Ich entlüfte jetzt mal diesen Nippel hier und probiere das einfach. Ich denke, dass der hier zur Vorderradbremse gehört, also zum Vorderradhebel. Hier habe ich jetzt auf den Entlüftungsnippel einen Silikonschlauch drauf gemacht, der hier eine Flasche führt. Den kann man einfach reinlaufen lassen. Ja, bevor ich das mache, mache ich jetzt aber hier mal den Behälter auf und heb mal die alte Bremsflüssigkeit raus. Schrauben sind schon ein bisschen angerostet, aber das ist nicht so schlimm. So, nehmen wir das mal ab hier. Oha. Was ist denn das? Hier im Behälter steht die Bremsflüssigkeit drin. Und das soll eigentlich nicht so sein. Da frage ich mich, warum das so ist. Boah, die Brühe ist schuckeschwarz. Ja, also das ist eigentlich nicht so richtig. Muss ich mal gucken, ob diese Membran hier ein Loch hat oder so. Glaube ich aber irgendwie nicht. Es scheint irgendwie anders darüber gekommen zu sein. Kann auch sein, dass das schon das Problem behebt jetzt. So, ich habe jetzt hier so eine Saugheberflasche und damit nehme ich jetzt die alte, echt dreckige Bremsflüssigkeit. Hier komplett raus. So, dann mache ich den Behälter mit ganz frischer Bremsflüssigkeit mal voll. Jo. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier, ziehen einmal die Bremse und dann mache ich hier unten auf und unten wieder zu. Man sieht man auch schon, hier kommt so ein kleines bisschen schon hochgestiegen. Und jetzt lasse ich die Bremse los, pumpe nochmal und ich habe sofort Bremsdruck, sofort. Und jetzt mache ich das nochmal auf und wieder zu unten. Jetzt pumpe ich nochmal, mache auf und wieder zu. So, und hier sieht man halt, wie wirklich die schwarze Brühe rauskommt. Nochmal die Bremse drücken, auf und wieder zu. Nochmal drücken die Bremse, auf und wieder zu. Drücken die Bremse, auf und wieder zu. Drücken, auf, zu. Jetzt muss ich mal gucken, ja, hier oben ist noch ein bisschen was drin. Aber da fülle ich jetzt nochmal kurz nach. So, bevor das hier oben drin leer wird, noch mal einen Schluck nachgießen. Jetzt mache ich das noch mal weiter, bis hier unten schöne, saubere und blasenfreie Bremsflüssigkeit rauskommt. So, und jetzt ist die Bremsflüssigkeit hier unten richtig sauber. Jetzt fülle ich den hier oben noch einmal bis auf Maximum auf. Das sieht dann so aus. Ich habe das jetzt bis an den oberen Rand vom Fenster hier gefüllt. Ja, und wie man jetzt hier sieht,
habe ich auch wieder einen richtig knackigen Bremspunkt. So muss das sein. Also da ist, ja, ist jetzt wieder perfekt die Bremse. Ja, gut, ich schraube den Deckel jetzt wieder drauf und ziehe unten den Schlauch ab und dann sind wir schon fertig. So, dann kommt einmal wieder diese Gummimembran hier drauf. Da muss man ein bisschen vorsichtig nachher sein, weil die muss hier abdichten, sonst kommt hier Wasser in den Behälter. Vielleicht war auch das Problem. So, und dann dementsprechend auch dieses Teil hier richtig aufsetzen. So, und das gewährleistet dann auch, dass die Dichtung da nicht reinrutscht. So, das ist top. Caption nochmal oben drauf. So, handwarm anziehen. Nicht viel mehr. Wir brauchen nicht viel Druck, da muss halt nur die Dichtung abdichten. So, wunderbar. Oben ist das fertig. So, und dann ziehen wir unten nochmal kurz den Schlauch ab. Den Rest hier in die Flasche reinlaufen. Schlüssel abziehen, hier die Gummikappe wieder drauf und das war's. So, mit der anderen Bremse habe ich kein Problem. Also wenn ich mit der Hinterradbremse ziehe, dann bremst der hier trotzdem ab. Von dem her lasse ich das hier. Ich entlüfte den Kreislauf hier nicht in dem Bremssattel, sondern nur den einen. Und ja, habe wieder eine Top-Vorderradbremse. Ich mache jetzt noch eine Probefahrt, aber da bin ich mir sicher, das funktioniert. Ja, und dann kann man ganz schnell mit fast null Aufwand seine Bremse wieder entlüften bzw. auch die Bremsflüssigkeit dann erneuern. Alles klar. Ja, vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal und liked das Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir noch ein Dislike. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich dann mal wieder von dem Bus da hinten. Macht's gut, bis dann. Tschüss, Sikorski. We'll be right back.